Hi und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Mein Name ist Tobi Obermeier und im heutigen Video möchte ich dir 4 Tools mit an die Hand geben, 4 Tools vorstellen, die du auf jeden Fall nutzen solltest, wenn du ein Business als Foto- oder Videograf aufbaust oder schon aufgebaut hast und das Ganze systematisierter angehen möchtest. Wie eben schon gesagt, ganz egal, ob du noch wirklich am Anfang von deinem Business bist als Foto- oder Videograf oder schon die ersten Kundenaufträge gewonnen hast oder schon generell ein paar Jahre mit dabei bist und schon kontinuierlich Aufträge erhältst, solltest du diese Tools auf jeden Fall in dein Business implementieren und wie gesagt, das wird dir auf jeden Fall viel bringen, weil du einfach mehr Durchblick in deinem Business haben wirst. Sobald du wirklich mehr Struktur und Überblick in deinem Business hast, kann ich dir versprechen, wirst du dadurch auch deutlich mehr Umsatz machen. Das Coole an den ganzen Tools, die ich dir jetzt vorstelle, ist, dass sie alle kostenlos sind und dir dadurch trotzdem mehr Umsatz liefern. Es gibt hier natürlich Pro-Versionen, die monatlich kosten, aber du kannst hier auch wirklich mit den kostenlosen Versionen easy arbeiten. Die ganzen Tools, die ich dir jetzt vorstellen werde, sind nicht irgendwelche Tools, sondern diese Tools nutzen wir selber in meiner eigenen Videoproduktionsfirma und deswegen kann ich sie dir wirklich nur ans Herz legen. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum allerersten Tool und dazu switchen wir jetzt hier einmal auf meinen Bildschirm. Und wie du hier jetzt schon siehst, das allererste Tool, das ich dir vorstellen möchte, ist Loom. Loom ist ein Tool, da kannst du dir einen Account erstellen und kannst damit ganz easy Videos aufnehmen mit deiner Kamera und deinem Bildschirm verbunden. Du siehst hier auch so eine kleine Vorschau. Du kannst das Ganze auch gerne einfach mal selber auf der Webseite anschauen, aber letztendlich kannst du hier einfach Screen Recordings machen, dazu eben deine Stimme und dein Bildschirm aufnehmen mit der Webcam eben verknüpft. Voraussetzung ist natürlich, dass du eine Webcam angeschlossen hast und wofür wir das Ganze selber benutzen, ist wirklich zur Neukundengewinnung, aber auch intern für unser Team. Das heißt, wenn wir irgendwie jemanden Neues ins Team bekommen oder so und wir immer wieder was neu erklären müssen oder so, nehme ich hier zum Beispiel einfach Videos auf von meinem Bildschirm, wo ich jemandem zeige, hey, so und so musst du das machen, Schritt für Schritt, und dann kann ich einfach diese Videos quasi immer jemand Neuen im Team einfach zeigen, beziehungsweise zuschicken, einfach den Link droppen. Wie gesagt, dann brauche ich einfach nicht hier die ganze Zeit jedes Mal dasselbe immer und immer wieder erklären, deswegen Loom auf jeden Fall sehr, sehr cool zur Neukundengewinnung und wie gesagt auch für dein Team, wenn du vielleicht irgendwie deinen ersten Mitarbeiter einstellen möchtest oder wenn du irgendwie sagst, du hast einen Freelancer oder arbeitest mit verschiedenen Freelancern zusammen, möchtest denen irgendwie deine Ordnerstruktur oder so erklären, kannst du hier einfach einmal ein Video aufnehmen und dann eben deinem Teampartner oder wem auch immer quasi zuschicken. Und wir können uns hier einmal ganz kurz einloggen, dass ich dir hier einmal kurz die Benutzeroberfläche zeigen kann, aber wie gesagt, hier in dem Video möchte ich dir die Tools nicht wirklich bis ins Detail erklären, sondern ich möchte sie dir einfach vorstellen und dann solltest du dich eigentlich einfach damit kurz auseinandersetzen und dann solltest du schon verstehen, wie das Ganze geht, aber trotzdem, um einmal grob hier drauf einzugehen. Letztendlich, wenn du dich hier eingeloggt hast, hier bei dem Account habe ich jetzt keine Videos drin, weil das jetzt gerade ein neuer Account ist für dieses Video, aber letztendlich hast du hier dann einmal deine Bibliothek, wo du dann deine fertigen Videos findest. Du kannst hier einfach zum Beispiel auf Record Loom klicken und dann bekommst du hier so ein Overlay und kannst dann eben sagen, okay, möchtest du hier deinen kompletten Bildschirm nur einen Tab öffnen, beziehungsweise filmen, aufnehmen, nur ein Window, also ein Fenster aufnehmen oder vielleicht zum Beispiel nur deine Kamera, kannst hier dann eben deine Kamera auswählen. Hier, wenn ich jetzt meinen Cam-Link auswähle, wo die Kamera hier gerade angeschlossen ist, funktioniert das nicht, weil ich mit der Kamera hier gerade das Video aufnehme, aber hier sollte eigentlich deine Webcam dran sein. Genau, ich habe hier jetzt die OBS virtuelle Kamera, wo ich mir gerade meinen Bildschirm aufnehme und dann kannst du hier einfach auf Start Recording klicken. Dann nimmst du auch schon das Video auf. Bei der kostenlosen Version ist es tatsächlich so, du hast ein Limit von 5 Minuten, aber wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, wenn du hier schon direkt zum Businessplan upgradest, dann kostet das Ganze 8 Dollar im Monat. Wenn du es jährlich zahlst, wenn du es monatlich zahlen möchtest, kostet das Ganze auch nur 10 Dollar im Monat. Das heißt, es lohnt sich wirklich. Hier kannst du dann, wie gesagt, unlimitierte Videos aufnehmen, egal wie lang sie sind. Ja, yes, deswegen Loom auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Tool, das du nutzen kannst und solltest. Wenn du dazu ein Video haben möchtest, wenn dich das interessiert, wie wir mit diesem Tool Kunden gewinnen, dann lass mich sehr, sehr gerne mal in den Kommentaren wissen. Dann werde ich dazu in Zukunft auch mal ein Video aufnehmen. Aber wie gesagt, zur Neukundengewinnung und fürs Team allgemein oder wenn du jemandem was erklären möchtest, Loom auf jeden Fall ein Gamechanger. Jetzt sind wir auch schon bei Tool Nummer 2 angekommen und zwar ist das Ganze OnePage.io. Wenn du Foto- oder Videograf bist und dein Business aufbaust, brauchst du irgendwann eine Webseite, das ist ganz klar, eine Landingpage, aber vor allen Dingen, wenn du jetzt noch am Anfang stehst und gerade vielleicht so die ersten Kunden hast oder vielleicht gar keine Kunden gewonnen hast, empfehle ich dir auf jeden Fall, dir jetzt den
Fokus, deinen Fokus jetzt nicht da drauf zu legen, sondern wirklich den Fokus darauf zu haben, deine ersten Kunden zu gewinnen. Wenn du jetzt mal konstant 5000 Euro im Monat mit deiner Leidenschaft verdient hast, dann kannst du anfangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen, eine Landingpage zu bauen bzw. eine Webseite zu bauen. Und dieses Tool onepage.io kannst du vergleichen. Du kennst vielleicht ClickFunnels, das ist sehr bekannt im englischsprachigen Raum, im amerikanischen Raum, oder vielleicht zum Beispiel Funnel Cockpit ist auch ein ähnliches Tool. Aber warum ich großer Fan von OnePage bin, ist einfach, dass es meiner Meinung nach am simpelsten ist, Preis-Leistung am besten ist und ja, einfach der Support ist auch ultra gut. Und das Ganze sage ich jetzt hier nicht, weil es irgendwie gesponsert ist oder so. Tatsächlich, der Gründer von OnePage, Marcel Knopf, hat mich tatsächlich mal auch zu einem Interview eingeladen, warum ich mich für OnePage entschieden habe. OnePage nutze ich eben auch für meine Unternehmensberatung und die Videoproduktion selber, wo wir unsere Funnels eben bauen, um wirklich Kundenanfragen über die Webseite, über den Funnel zu generieren. Aber wie gesagt, dieses Tool kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das einmal auch kurz gemeinsam an. So, und jetzt wieder auf meinem Bildschirm angekommen, sind wir hier einmal auf der Landingpage von OnePage selber. Und hier siehst du schon, erstelle noch heute deine Seite genauso, wie du sie dir vorstellst. Und letztendlich ist es wirklich einfach wie so ein Webseitenbaukasten, sage ich jetzt mal, aber mit viel, viel mehr coolen Funktionen. Du kannst hier wirklich Animationen mit einbinden. Hier gibt es ultra coole Templates und so weiter. Und sieht halt alles auch sehr clean und professionell authentisch aus, meiner Meinung nach. Deswegen, ich habe hier oben einmal einen neuen Account erstellt, möchte es einmal ganz kurz nur zeigen. Wie gesagt, kein ausführliches Tutorial hierzu jetzt, sondern wie gesagt, einfach nur kurze Vorstellung. Aber du kannst hier wirklich zum Beispiel auf Projekt erstellen gehen, bekommst hier dann wirklich schon richtig, richtig coole Vorlagen, die du dann einfach nur noch anpassen kannst. Hier rechts sehen wir auch den lieben Marcel, falls du das siehst, Grüße an der Stelle. Genau, aber letztendlich kannst du hier dir dann schon eine Vorlage von vielen aussuchen und kannst hier dann wirklich auch richtig cool, ja, deine Landingpage bauen. Das heißt, wir sagen jetzt einfach mal, okay, uns gefällt jetzt hier, ja, die Seite. Du klickst einfach hier drauf, benennst das Ganze. Wir nennen das Ganze hier einmal Testvideo, zack, Template verwenden. Dann dauert das hier eine Sekunde und zack, dann hast du eigentlich deine Webseite oder deinen Funnel fast schon fertig. Musst hier eigentlich nur noch diese ganzen Sachen anpassen, Texte anpassen, Bilder anpassen. Du kannst hier Videos einbinden. Du hast hier animierte Buttons und so weiter, die dann eben zum Beispiel zu deinem Kalender führen. Kannst einfach hier per Doppelklick den Text ändern, Tests. Kannst hier irgendwas reinschreiben, kannst die Texte anpassen von der Größe her, kannst verschiedene Elemente hinzufügen und so weiter, kannst das Ganze veröffentlichen, dann auch mit deiner eigenen Domain verknüpfen und so weiter. Und wie gesagt, das Ganze nutze ich eben auch selber für meine eigene Unternehmensberatung und die Videoproduktionsfirma, worüber wir jeden Monat auch konstant Kundenanfragen und Leads generieren für beide Unternehmen. Deswegen OnePage an der Stelle auch ein Tool, das du auf jeden Fall nutzen kannst oder solltest, wenn du wirklich mal Leads für deine Videoproduktion, Fotoproduktion über deinen Funnel generieren möchtest. So, und jetzt sind wir auch schon bei Tool Nummer 3 angekommen, und Tool Nummer 3, das ich dir vorstellen möchte, ist Notion. Vielleicht kennst du das Tool tatsächlich, vielleicht auch nicht. Notion ist letztendlich einfach ein Tool, wo du wirklich verschiedene, ja, Projekte eröffnen kannst, sage ich jetzt einfach mal, und dir einfach zum Beispiel Listen erstellen kannst. Du kannst dort Skripte schreiben, du kannst dir deine Notizen machen und so weiter. Und das Ganze nutze ich nicht aktiv für meine Videoproduktion oder die Unternehmensberatung, aber trotzdem, wie gesagt, zum Beispiel, ich notiere meine ganzen eigenen Projekte, meine ganzen Fortschritte und so weiter, die ich gemacht habe, die protokolliere ich hier einfach, um das irgendwie festzuhalten. Ich bin sehr großer Fan davon, von den ganzen Sachen, die man gelernt hat oder vielleicht Fehler, die man gemacht hat, das Ganze einfach irgendwo festzuhalten, um einfach immer wieder mal drüber gehen zu können und dann auch am Ende des Jahres mal zu sehen, hey, was hat man alles geschafft, was hat man vielleicht irgendwie nicht so gut gemacht, was kann man im nächsten Jahr besser machen. Man kann Notion für alles Mögliche verwenden. Du kannst hier rein theoretisch auch deine Einkaufsliste schreiben, aber wie gesagt, ich würde sagen, wir springen jetzt einmal wieder kurz auf meinen Bildschirm und dann zeige ich dir das Ganze einmal kurz. So, jetzt wieder auf meinem Bildschirm angekommen, siehst du hier die Oberfläche von Notion, und hier ist es auch so, du kannst hier eine Notion-App am Handy runterladen, wenn ich mich nicht täusche, und auch das Programm am PC und am MacBook. Hier am PC logge ich mich einfach über den Browser immer ein, aber wie gesagt, am MacBook habe ich zum Beispiel einfach die Anwendung, macht letztendlich keinen Unterschied, funktioniert genau gleich, aber wie gesagt, hier an meinem Windows-Rechner zeige ich dir jetzt einmal hier das kurz im Browser, und ja, wie du hier eben siehst, ich habe hier links einmal quasi meine Liste von meinen verschiedenen Tabs, sage ich jetzt mal, die ich aufgemacht habe. Ich habe hier zum Beispiel ein Go-Template, wo ich mir einfach, ja, sozusagen ein Template gezogen habe von Hamza. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Der hat so ein Template erstellt, wo du einfach wirklich deine Ziele
ja, aufschreiben kannst, zusammenfassen kannst, wo ich immer wieder mal jede Woche, vor allem am Anfang der Woche, reingehe, um mir einfach meine Ziele nochmal bewusst vor Augen zu halten. Hier habe ich zum Beispiel einen Tab YouTube-Videos. Hier habe ich mir dann nochmal aufgeschrieben, so was mein Ziel mit YouTube ist und so weiter. Hier habe ich dann zum Beispiel auch direkt darunter dann weitere Unterseiten verknüpft. Also wenn wir das Ganze hier jetzt mal aufklappen, haben wir hier, wie gesagt, zum Beispiel dann verschiedene weitere Seiten, wo du dann auch verlinken kannst. Das heißt, wenn ich hier jetzt einfach draufklicke, dann komme ich zu der Seite, wo ich einfach meine ganzen YouTube-Video-Ideen festgehalten habe. Und hier unten habe ich dann zum Beispiel wiederum die nächsten Skripte, zum Beispiel hier die besten Tools für dein Business als Foto- und Videograf. Das ist das Video, das ich hier gerade aufnehme. Das habe ich hier auch nebenbei auf, dass ich mir einfach mein Skript einfach währenddessen ich das Video hier aufnehme, durchlesen kann, dass ich eben hier auch nichts vergesse. Genau, wie gesagt, ansonsten habe ich hier zum Beispiel noch sowas wie Projekte, mein Erfolgsjournal, Erkenntnisjournal und so weiter, Ideenjournal. Also wenn ich irgendwelche Ideen habe oder so, klatsche ich die da immer rein und habe hier noch Notizen und so weiter. Und was hier auch noch ganz cool ist, ist folgendes: Du kannst hier dir nämlich auch Templates ziehen. Zum Beispiel hier kannst du auf Templates gehen und hier gibt es einfach schon sehr, sehr viele vorgefertigte Templates für die verschiedensten Sachen, wie gerade gesagt. Ist auf jeden Fall sehr cool, zum Beispiel hier irgendwie Simple Budget, also hier kannst du irgendwie dann dein Budget planen jeden Monat, Weekly To-Do-List. Dann kannst du hier dir das einfach ziehen bei Get Template und wie gesagt, kannst du einfach so, ja, einfach deinen Tagesablauf, Wochenablauf und so weiter einfach deutlich vereinfachen und mehr planen. Ich finde es immer ganz gut, wenn man sich das Ganze zusammenfasst. Deswegen Notion auch ein Tool, das ich dir auf jeden Fall empfehlen kann. Jetzt sind wir tatsächlich auch schon bei Tool Nummer 4 und dem letzten Tool aus diesem Video hier angekommen, das du wirklich nutzen solltest, um dein Business, ja, einfach planbarer zu machen, mehr Überblick zu haben und dadurch eben mehr Umsatz zu machen. Und an der Stelle, was ich dir jetzt noch mit an die Hand geben möchte, ist ein Tool, wo wir auch drüber immer unsere Kundenkommunikation machen. Und zwar ist das Ganze Slack. Es kommt natürlich immer darauf an, wie du deine Kundenkommunikation machen möchtest. Es gibt Leute, die machen die über WhatsApp, über Telegram, es gibt Leute, die machen das über Discord, whatever. Da gibt ganz, ganz viele Tools, aber meiner Meinung nach ist Slack ein Tool, das mir persönlich am besten gefällt, am besten passt, auch von vielen unserer Kunden schon genutzt wird. Das heißt, sie müssen sich da nicht extra irgendwie einen Discord-Account erstellen oder so. Deswegen Slack auf jeden Fall auch ein Tool, das ich dir jetzt hier einmal kurz zeigen möchte. Hier sind wir jetzt auf der Seite von Slack und du kannst dir das Ganze wieder natürlich in Ruhe einmal anschauen. Ich habe es gerade schon mal zusammengefasst, was du mit Slack machen kannst. Du kannst hier mit deinem eigenen Team kommunizieren, intern, wenn du eins hast. Wie gesagt, du kannst hier auch mit deinen Kunden kommunizieren. Wenn du irgendwie eine Videoproduktion hast oder so, jemanden abgeschlossen hast, kannst du direkt einen Slack-Channel mit ihm erstellen und hier wirklich die Kommunikation von Anfang an bis zum Ende der Produktion eben machen oder der Fotoproduktion, egal ob Video, Fotoproduktion. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. So, ich habe mir vorher schon mal einen Test-Account erstellt, weil ich euch jetzt natürlich nicht kompletten Einblick in alle unsere Kundenprojekte und so geben kann. Aber wie gesagt, hier sind wir jetzt einmal in meinem Test-Slack-Channel drin. Und wie gesagt, du hast hier zum Beispiel links auf der Seite die verschiedenen Channels. Du kannst hier einfach draufklicken und zum Beispiel einen neuen Channel erstellen. Du kannst Leute hinzufügen, kannst dann zum Beispiel hier einfach die E-Mail-Adresse von deinen Kunden eingeben, die du dann natürlich hast oder dir holen musst. Du kannst die Leute hinzufügen und kannst dann hier wirklich wie so ein, ja, Chatprogramm einfach mit deinen Kunden hin und her kommunizieren. Du kannst hier Dateien schicken, Links schicken. Wenn du Logos brauchst, kannst du hier reinschreiben, hey, wir bräuchten noch Logo XY und so weiter. Deswegen ist Slack auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Tool, das ich dir empfehlen kann und das du auch auf jeden Fall in deinem Business implementieren solltest. Wenn du jetzt sagst, du brauchst dabei Hilfe, dein Business aufzubauen als Foto- oder Videograf, nicht weißt, wie du Kunden generieren sollst oder wie du vielleicht höhere Preise abrufen kannst, ganz egal, ob du dein Business wirklich von null auf aufbauen willst, voll am Anfang bist oder vielleicht schon dein Business aufgebaut hast, aber irgendwie nicht aufs nächste Level kommst, vielleicht nicht die Preise abrufen kannst, die du haben möchtest, dann check jetzt auf jeden Fall gerne mal den allerersten Link in der Videobeschreibung ab. Da kannst du dich nämlich für ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich eintragen, wo wir einfach mal gemeinsam kurz rausfinden, was deine aktuelle Situation ist, wo du stehst, welche Herausforderungen du hast, und wir dann eben gucken, was so die nächsten Steps bei dir wären, um eben aufs nächste Level zu kommen. Deswegen, du hast eigentlich nichts zu verlieren, nur was zu gewinnen. Check auf jeden Fall den ersten Link ab, trag dich einmal kurz in 20, 30 Sekunden ein, dauert nicht lang und dann würde ich mich freuen, dich und dein Business mal ein bisschen besser kennenzulernen. Ansonsten hoffe ich, dir hat das Video hier auf jeden Fall gefallen und hast vielleicht wieder was mitnehmen können. Wenn ja, gib mir gerne dein Feedback zu dem Video in den Kommentaren. Gib mir auch
auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst zu diesem Thema, wie du dein Business als Foto- oder Videograf aufbaust, lass mir auch sehr, sehr gerne ein Abo da. Und wenn du jetzt noch wissen willst, was die besten Angebote sind, die du als Foto- oder Videograf anbieten kannst, dann check auf jeden Fall dieses Video ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dahin, dein Tobi. Ciao.